Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport FIFA 2. Ja, wir sind live dabei, wie die Werkzeugfabrik abgegradet wird. Buff! Neue Stufe, Transport 55%, Versand und alles drum und dran steigt schon. Schauen wir mal, wie gut das Ding jetzt dann drauf ist mit unserer neuen Stufe. Und das bedeutet aber auch, dass rein theoretisch das Ding hier am Limit ist und abgegradet wird. Jawohl! Der Versand ist jetzt auch auf 200. Bedeutet, die Produktion steigt auch gleich und die Holzlieferungen werden dann auch steigen. Das Diagramm zeigt auch schon, dass wir ordentlich im Versand sind. Und in Kürze wird hier auch ordentlich produziert. Das Ding hat auf jeden Fall eine volle Auslastung. Genau das ist doch, was auch gewollt ist. Dass die Auslastung auf 100% ist und bleibt. 200%ige Auslieferung. Nach hier drüben zur Werkstattfabrik. Das ist natürlich genial. Die ist auch happy. Sie laufen zwar nicht auf Transport, der perfekt ist, wie es scheint angeblich, aber was ich nicht verstehen kann, weil der Transport ist doch super. Jetzt hat er da, ja, der steigt auch schon. Der Versand muss natürlich noch ein bisschen höher gehen, aber das wird auch mit der Zeit. Hier schaut das aber sehr gut aus. Und geupgradet. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt hat es eine Produktion von 400. Und derzeit sollte dann aber auch hier sagen, hey, wir nehmen 100% her. Oder? Jawohl. Schau, wie schnell sich das jetzt füllt. Oh, zum Glück habe ich so eine LKW-Armee jetzt. Weil jetzt wird natürlich 100% abgenommen. Und ich glaube, meine LKW sind trotzdem immer noch zu viel. Aber jetzt sollten alle mit einer ordentlichen Bestückung auch immer fahren. Also mindestens die Hälfte hat der schon mal. Wir schauen mal, wie voll wir die ganzen Dinger kriegen. Und dann können wir sehen, wie viel wir ausmustern müssten, rein theoretisch, damit wir stabil auf einer Menge laufen. Wenn wir hier angucken, die laufen teilweise auf noch Minus. Aber das sollte sich ja dann hoffentlich bald lösen lassen. Anschauen, wie die jetzt hier herankommen. Der hat eine halbe Million schon alleine gemacht. Jetzt ist es sogar schon so weit, dass die E-Trucks fast nicht ausreichen, glaube ich. Ich glaube, die E-Trucks haben langsam eine Problematik bei sich. Dass die zu wenig transportieren. Als ob der nochmal upgraden will. Du bist doch wahnsinnig. Von der Produktion her sagt er, er ist ready zum Upgraden. Der Versand ist nur gerade ein bisschen hier beschränkt, ne? Das ist so eine Sache dann immer. So eine kleine feine Sache. Aber hey, das ist, schaut ordentlich aus hier. Hui. Es läuft. Muss man lassen, es läuft, läuft. Vielleicht sollten wir die Straßen dann auch dementsprechend upgraden, auf denen sie hier dann fahren. Einfach damit die dann auch besser sind. Wir haben ein Upgrade, cool. Tramgleise brauchen wir aber ehrlich gesagt hier nicht. Also jetzt ist das Ganze geteert. Perfekt. Und jetzt rein theoretisch müssten doch die E-Trucks den Lärm auch vermindern, den wir erzeugen, oder? Es macht halt trotzdem Lärm. Davon sind natürlich Wohnhäuser so ein bisschen betroffen. Aber was soll ich machen? Wie soll ich denn weiter reduzieren, bitte? Hier mittelmäßiger Lärm, das geht eh. Also ich würde sagen, aber dass es relativ gut jetzt geht. Jetzt ist eh auch das. Wir haben den Versand an seine Limit gebracht, weil der kannte. What? Wir liefern dem das komplette Ding hier und der sagt, oh, das reicht gerade so aus. Hier werden tonnenweise Sachen geliefert.
Holy shit, das Ding ist aktiv. Natürlich können wir jetzt sagen, wir tun noch eine Route hier einrichten, aber ich glaube, das lassen wir fürs Erste. Geschwindigkeitslimits. Mhm. Also das, wie wertvoll die Gebäude sind. Wie schaut es denn bei uns in der neuen Stadt aus? Oh. Meiner. Wow. Wie war das, damit das die... Die Stadt ist ja ordentlich gewachsen. Hallöchen, City. Die Stadt hat mal ordentlich aufgelegt, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, da müssen wir 1, 2, wie war es, 3 und dann machen wir noch oben 4 S-Bahn reinmachen. Das sollte funktionieren. Eins fährt nach hier unten. Du fährst auch nach da unten. Du fährst hier und du kasselst hier. Das sollte funktional sein, oder? Was ist, wenn wir halt sagen, okay, du fährst hier lang und wieder zurück, du fährst hier lang zurück, du fährst eine Tour und du fährst einmal hier in den Kreisel. Nee, würde ich nicht machen. Dann würde ich sagen, geht es direkt an das Werk. Da kommt doppelte Station hin. Double Station. Und dann gibt es natürlich noch die so rumfahren. Oh, ich habe gerade die... Oh. So, okay. Das war gerade so ein bisschen unerwartet, was passiert ist. Nicht vergessen, hier kommt auch einer lang. Der hält hier. So, jetzt haben wir hier 4 Tramrunden eigentlich verbaut. Hier unten fehlt noch eine Station. Dann, das ist jetzt Bottrop. Das ist Bottrop Tram 01. Dann noch eine neue Linie, auch wieder von hier losgehend. Sollen wir die, wenn wir die Einser können wir rausnehmen. Dann nur eine Rundbahn hier oben. Das ist Bottrop Tram 02. Dann haben wir die nächste. Die startet wiederum hier. Geht hier lang. Warum wollen die unbedingt so fahren? Ich verstehe es nicht. Aber okay. Du bist Bottrop Tram 03. Und dann haben wir natürlich hier oben noch unsere 4. Bahn. Bottrop. Müsste ja so stimmen, ne? Bottrop Tram 04. Jetzt müssen die Strecken natürlich dann auch mit Tramgleisen ausgestattet werden. Bringt sie natürlich, wenn ich die Strecken baue, aber keine Tramstationen habe.
sowieso alles dementsprechend upgraden. Das ist natürlich wieder genial geplant von mir, aber hey. So. Ich weiß nicht, so die ganze Woche die Hälfte davon nur als. Aber hier fehlt noch zum Beispiel ein Traumgleis. Jetzt sollte eigentlich alles soweit passen, oder? Und jetzt gibt's. Holen wir uns hier vier von den modernen. Wir nehmen jetzt die ganzen Dinger hier. Vier Stück. Oh, warte mal, ich glaube, da fehlen noch die Gleise für. Auf die 1er, auf die 2er, 3er, die 4er. Da fahren sie. Die neuen Maschinen. Die nächste Stadt, die jetzt ausgestattet wird mit dem dementsprechenden Material, eine Hightech-Stadt zu werden mit hoher Verkehrsdichte. Schauen wir mal, wie gut das wird. Schauen wir uns natürlich nochmal den Bahnhof an. Passt und der Bus kriegt die Station perfekt. Perfekt, dann sind die Busse jetzt hier schon unterwegs, die Trams sind auch unterwegs, machen ihren Job dementsprechend. Und dadurch ist die Stadt natürlich auch viel erreichbarer und lukrativer für Besucher. Dadurch, dass einfach viele Leute auch hier einfach rein können und nicht lange rummachen müssen, bis sie sozusagen durch die Stadt durchkommen. Wenn sie anschauen, was da alles reinmarschiert auf einmal, wird irgendwas gleich ganz ordentlich steigen. So, das war jetzt die S-Bahn und die Linie 1 hat 153 Leute, die Richtung München wollen. Die Station, also die Stadt ist ja brutal gewachsen. Ich bin immer noch erstaunt, wie gut das funktioniert hat mit der Umstellung. Wie viele Leute leben denn aktuell hier? Bottrop. 600 und sie wollen auch fast nur 800 hoch. Die Nahrungsversorgung ist so, ne? Versand ist 85. Heißt das, der ist gut oder der ist schlecht? Irgendwie ist das Gefühl, das ist eher schlecht. Vorteil ist natürlich für meinen Zug jetzt, dass der wahrscheinlich richtig ordentlich liefern kann. Aber der ist ja fast voll hier. Sehr schön zu sehen. Okay, der fährt jetzt nach da hinten und füllt da auch noch auf. Ich glaube, ich muss den Plan hier ein bisschen abändern. Welche Linie bist du nochmal? Weizenlieferung Bottrop. Bottrop Weizen, so. Ich brauche einmal Bottrop Weizen, bitte. Ost, Süd, Transfer und Zentrum. Ich füge da nochmal das Zentrum ein. Und da soll er nur entladen, und zwar Weizen. Weil der ist ja so bummvoll jetzt. Was machst du? Lass doch aus!
Gott, was steht hier drin? Aus entladen Weizen. Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade die Strecke überarbeitet habe. Das tut mir jetzt natürlich leid. Er kann sowieso nichts entnehmen, er ist bummvoll. Da schauen wir jetzt mal kurz zu, was er macht. Ja, das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. Hier stehen 70, bedeutet das Ding wäre fast voll mit beiden Zügen. Ja, okay, mit beiden braucht er 100. Ja, trotzdem, er ist beinahe voll, das reicht ja auch vollkommen. Und mit dem Vorsprung, den sie jetzt kriegen, sollte das auch gut funktionieren. Hier hinten stehen wie viel nochmal? 407 und es wird mehr. Rein theoretisch sollte der sich jetzt entladen. Genau beim Laden, beim Speicher, dass der Sound aufhängt. Macht sich leer mit 3 Millionen. Das hat das ein volles Lager. Kann dementsprechend die Produktion erhöhen. Ballert er hier nach vorne. Na? Und sollte sich dann hier auffüllen und das auch wieder abliefern. Also schwingt er sozusagen hin und her und füllt, kann so viel mitnehmen, wie nur geht. Zack. Schön voll. So ist es doch perfekt. Fast 200 mitgenommen. Dann kriegt jetzt gleich wieder 4 Millionen oder sowas. Für die Fahrt. Im Lager sind noch 90. Der Konsum steigt. Das ist genau das, was wir wollen. Ein steigender Konsum. So. Jetzt ist das Lager ja fast leer. Jetzt kommt er zurück. Und sagt so, hello. Frische Lieferung. Und schon sie. Der hat nicht voll ausgeladen. Warum hat er nicht voll. Habe ich da was konfiguriert? Hey, bin ich dumm? Du sollst entladen Weizen. Dann entlad doch. Warum lädt er nur zur Hälfte? Die sind alle sehr schlecht. Okay, was sind das? Das ist der Siegburg-Kringel. Siegburg-Kringel erneuern gegen Hightech. Der Siegburg-Kringel. Die müsste man auch mal wieder erneuern, das ganze Zeug. Die bräuchten auch mittlerweile eine S-Bahn und hier einen Hauptbahnhof und alles drum und dran. Das ist ja alles viel zu unmodern eigentlich. Wo kommst du jetzt? Achso, das sind die wieder woanders hin können. Hier warten auch fast 200 Leute auf die ICE. Der ICE schaut auch schon ein bisschen mitgenommen aus, irgendwie Details. Schlechter Zustand, eieiei. Ja, das müssen wir auch mal regeln noch hier. Flugzeug, Flughafen ist auch bummvoll. 45 Leute wollen hier fliegen. Also es geht ab, das können wir auf jeden Fall sagen. Ich würde sagen, wir tun die S-Bahn bald mal gegen Doppelt, oder die ICEs gegen Doppeldecker austauschen. Und die Stadt werden wir auch mal bald in Zukunft in Angriff nehmen. Und umbauen. So, dass die dementsprechend auch gut versorgt ist und ihren Anteil erhält. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.